willkommen bei Commander Jensos ersten Vlog. Ja, die Kamera steht, also sie hängt. Keine Ahnung, wie lange sie noch hängt. Weil Saugnäpfe und Commander, das ist nicht so die obercoole Sache. Aber gut, wir probieren das mal aus. Wenn es irgendwann rumbelt, das Bild sich verabschiedet, dann Vlogs. Was sollte man bei Vlogs so alles sagen? Keine Ahnung. Wer lässt den Bilder für sich sprechen? Nee, das gibt natürlich nicht. Also ich habe heute erstmal geschmeidig verschlafen. Es ist jetzt halb zehn und ich habe zwar Gleitzeit, aber halb zehn heißt, dass ich um 10 in der Firma sein werde. Und das ist spät. Insofern spät, weil ich dann spät nach Hause komme. Und das ist scheiße, weil heute ist Mittwoch. Ha! Mittwoch! Ihr wisst, was Mittwoch ist, war. Naja, kriegen wir schon irgendwie alles hin. Ja, was geht momentan? Ey, was ist denn jetzt hier los? Alter, nicht Scheiben wischen. Regnet nicht. Ausnahmsweise regnet es mal nicht. Das Wetter in Berlin ist heute ausnahmsweise mal trocken. Ganz erstaunt, weil es hat einfach mal die letzten... Ich meine, es hat ja den Sommer überhaupt nicht geregnet. Weiß nicht, wie das bei euch war, aber bei uns hier in Berlin hat es den Sommer gar nicht geregnet. Und dann hat es einfach mal ständig geregnet. Also Herbstanfang war in Berlin kombiniert mit ewigen Regen. Gut, heute nicht. Sehr schön, soll auch besser werden am Wochenende. Egal. Warum bin ich die letzten Tage nicht so richtig zum Daddeln und zum Spielen gekommen? Weil ich von einer Kollegin Breaking Bad auf als Original DVD-Sammlung bekommen habe und daher da ein bisschen gesuchtet habe. Und das war dann was will der denn dann? Das seht ihr. Ach, ich müsste auch noch eine Heckkamera und eine Frontkamera einrichten. Ja, das wäre auch mal ganz geil. Weil der hinter mir hat einfach mal an der roten Ampel wild angefangen zu gestikulieren. So nach dem Motto, fahr doch einfach mal bei Rot, dann kann ich schneller vorwärts kommen. Jo, kann man machen, muss man aber nicht. Ja, WOT. Ich habe mir auch mal überlegt, dass ich mit meinem Channel mal Leute mit einem noch kleineren Channel, ja, es ist kaum zu glauben, aber es gibt kleinere YouTube-Channels als ich, dass ich die promoten werde. Da muss ich mir mal irgendwie einen Promoting-Day überlegen. Keine Ahnung, es gibt so viele Leute, ihr wisst ja, wie es bei YouTube ist, es gibt so die kritische Masse. Und die kritische Masse ist so, keine Ahnung, bei 1000 oder 1500 Abonnenten. Und wenn man die irgendwie nicht erreicht hat, dann geht es auch nur total schleppend vorwärts, weil einen die Leute einfach nicht kennen. Und deswegen dachte ich mir, promote ich einfach mal Leute mit einem kleinen YouTube-Channel. Und damit die einfach irgendwie auch mal... hola, guapa! Ich brauche auch eine Seitenkamera. Ich brauche nicht nur eine Frontkamera und eine Heckkamera, sondern auch eine Seitenkamera. Ja, damit die mit einem kleineren Channel irgendwie vielleicht mal schneller vorwärts kommen, weil das, sage ich mal, hat mich am Anfang total genervt, dass keiner ihn kennt und wenn man sich selbst für einigermaßen lustig hält. Aber es hilft ja nichts, wenn einen keiner sieht und keiner kennt, dann kommt man da auch nicht vorwärts. Aber ich glaube, Vloggen im Auto ist bei meiner Fahrweise eher so der Garant für den nächsten Crash. Naja, aber dann machen wir ein Crash-Logging. Das wäre auch ganz lustig. Ja, also den Freitag als Abonnenten-Daddeln, das werde ich auf jeden Fall machen. Vielleicht fange ich mal diesen Freitag damit an. Das wäre eigentlich gar keine schlechte Idee. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich das, ich meine, man müsste, ich muss mir auf jeden Fall jemand suchen, vielleicht steigt da der Bio ein oder der Epix, die das irgendwie mit diesen ganzen Zuggeschichten zu Gedöns managen, oder? Ist immer ein bisschen, wenn man sowas nämlich veranstaltet, ich habe ja diese Gewinnspielphase,
Hafen, da war das dann so, dass einfach 50.000 Fenster unten blinken und in der Leiste und hier und da und ja und hier kann ich mit und ja. Und da muss man ja irgendwie eine Reihenfolge bilden. Und dann muss man diese Reihenfolge auch irgendwie abarbeiten und dann da irgendwie in ein System reinbringen. Sonst fahren gewisse Leute irgendwie 1000 Runden und gewisse kommen nie ran und das ist ja auch blöde. Und ja, das muss man also auch irgendwie in den Griff kriegen. Lauter Baustellen, die schon wieder kompliziert klingen, die schon wieder nach kompliziert und Stress klingen. Aber wir lassen uns mal nicht stressen. Ja, das kommt auf jeden Fall. WOT selber, ganz komisch, es gibt so verschiedene Phasen. Momentan macht mir fast das Szenerspielen wieder am meisten Spaß. Das ist ganz lustig. Ja, hängt wahrscheinlich auch ganz banal damit zusammen. Spielst du mit Tanks mit epischen Vorteilen, wie den E50M, der bei mir zumindest einfach mal ein paar Schüsse bounced. Oder der 10er Patton, den muss ich auch ganz ehrlich sagen. Danke Bio an dieser Stelle nochmal für die Empfehlung, die Amerikaner mit den Mates zu spielen. Also wer auf Hulldown steht und eine absolut fantastische Gun, für den ist der 10er Patton, der Mate, einfach geil. Weil er einfach mal der Snapshotter des Herrn ist, mit seiner Penetration überall gut durchkommt und irgendwie sehr geschmeidiges Fahrzeug ist. Also hat jetzt keine mega Grundgeschwindigkeit, hat jetzt keine ultimativen anderen Sachen, aber hat auch einen fetten Weak Spot oben auf dem Dach. Das ist also alles nicht so ultimativ, aber dafür kann er alles ziemlich gut. Und alles ziemlich gut können heißt eben auch mit dem starken Ton, den er hat, dass er pro Game, haben wir gerade geguckt, 500 Schaden bounced vom Gegner. Und 500 zu bouncen ist halt einfach für Commander 7 Minuten länger leben und Schaden machen. Und dadurch habe ich einen akzeptablen, für mich, für mein Verständnis, akzeptablen Durchschnittsschaden auf dem. Und macht er mir Spaß. Auch eine Frontkammer, was hier schon wieder abgeht. Berliner Stadtring, sage ich euch. Berliner Stadtring vor mir, eine Püppi in ihrem Golf, die einfach mal hier sich einen abschleicht und dadurch fangen alle an, rechts und links zu überholen und es ist die Vollkatastrophe, aber sie, bei ihr läuft's. Bei ihr läuft's geradeaus. Langsam, aber es läuft. Und jetzt ist sie auch noch in meinem Lieblingstunnel, in meinem Lieblings Go-Kart-Tunnel. Ist sie halt auch noch fahren. Sie merkt es nicht. Naja. Oh, doch, jetzt gemerkt. Ah, Attacke! Ah. Okay. Ob sie es gemerkt hat, ist immer noch zweifelhaft, aber auf jeden Fall ist sie weg. Ja, Patton. Patton ist irgendwie geil. Oder E50M. Macht mir momentan echt viel Spaß. Und aber wahrscheinlich wirklich, weil ich ein Bob bin und Tanks brauche, die den gewissen Vorteil haben. Und das ist zwar für mich in Ordnung und macht mir auch Spaß, aber ist natürlich vom Gesamtskill her, wenn man so sagt, ich entwickle mich zu einem guten Spieler, ist es natürlich Mist, weil ich nur mit Tanks, die einen gewissen Vorteil haben, gut umgehen kann. Und das ist natürlich eigentlich scheiße. Aber es ist momentan die Phase meiner WOT-Karriere, dass das die einzige Möglichkeit ist, wie ich überdurchschnittlich gut spielen kann. Und dann ist das halt so. Naja, ja, was, keine Ahnung, was kommt als nächstes? Als nächstes gibt Commander das Auto erstmal um in der Kurve. Aber, Fliehkräfte! Was kommt als nächstes? Als nächstes kommt, denke ich mal, wieder ein Gastplay von euch. Muss ich mal mein Mail-Postfach durchforsten, dass ich da mal die letzten schicksten Gastplays von euch sichte. Und das kommt dann, denke ich mal, auch mit. Jo, da es jetzt Zeit ist, gleich in die Tiefgarage zu fahren und da ist weder Licht noch Funkempfang noch sozusagen ein Tiefgaragenbunker bei meiner Arbeit, werde ich das hiermit, glaube ich,
beenden. Ich hoffe, das Format macht euch Spaß. Ich weiß noch nicht, ob es mir Spaß macht. Es war auf jeden Fall interessant. Weil Filmen, Fahren und Versuchen, keine Unfälle zu bauen, ist eine auf jeden Fall eine Herausforderung. Und insofern, peace out!